Kurz und gut. Erinnern wir uns an die Novelle Jadis von Maupassant. Es war einmal 1850 in einem schönen Schloss in der Normandie. Eine alte Dame, ans Bett gefesselt, bekommt Besuch von ihrer Enkelin. Diese liest ihr aus der Zeitung vor. Eine betrogene Ehefrau hat ihrem untreuen Ehemann das Gesicht mit Säure verätzt und wurde freigesprochen. Die Enkelin findet das richtig. Die Großmutter ist schockiert. Zu meiner Zeit war es keine Schande, einer Frau den Hof zu machen. Aber Großmutter, diese Frau hat sich nur gerecht. Ihr Mann hat sie betrogen. Die Ehe ist schließlich heilig. Die Liebe ist heilig, du dummes Ding. Man heiratet nur einmal, weil das erwartet wird. Aber lieben kann man 20 Mal, so ist die Natur des Menschen. Die Ehe ist ein Gesetz. Die Liebe ist ein Instinkt. Aber Großmutter, so etwas darfst du nicht sagen. Man liebt nur einmal. Die alte Dame aus dem 18. Jahrhundert oder ihre Enkelin? Wer ist hier die Ältere? Der Mensch hat nicht nur ein physisches Alter. Er hat vor allem das Alter seiner Zeit. Aber Großmutter, so etwas darfst du nicht sagen.